Wir verabschieden uns in diesem Format aus dem fiktiven Jurassic Park, obwohl eigentlich nicht ganz. Ich möchte nämlich hier über die Dinosaurier sprechen, die wir in Jurassic Park, in Jurassic World oder auch in Jurassic World neue Abenteuer sehen und einfach mal miteinander vergleichen, was die Wissenschaft heutzutage über Dinosaurier weiß und wie sie in Jurassic Park bzw. Jurassic World dargestellt werden. Dazu habe ich mir extra dieses Buch hier bei Amazon bestellt und werde sehr viele Informationen aus diesem Buch herausnehmen. Das Ganze wird erstmal so ein kleiner Test werden, wie das alles bei euch ankommt und wie ihr die Grundidee findet, dass wir uns auch wirklich inzwischen mal von Film in die Realität bewegen ein bisschen. Wir werden immer noch Videos oder ihr werdet immer noch Videos von mir bekommen, die sich nur um die Filme drehen. Dass wir uns aber auch mal ein bisschen davon wegbewegen, einfach mal schauen, was sagt denn die Wissenschaft heute zu bestimmten Themen. In diesem Video möchte ich das Ganze beginnen. Und wir sprechen über den Giganotosaurus, wie wurde er im Film dargestellt und wie war er wirklich. Viel Spaß mit dem Video. Wenn euch das Thema Kaiju interessiert, lasst einen Like da, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke. Für dieses Format habe ich mir sogar extra ein Notizbuch zugelegt und da habe ich wirklich Sachen reingeschrieben. Das Ganze ist also eine etwas aufwendigere Sache, weil hier wirklich Recherche betrieben werden muss. Es ist mir hierbei auch sehr wichtig, dass ich euch immer den aktuellsten Stand der Wissenschaft präsentiere, wenn es eben um so wann die Dinosaurier wirklich geht. Hierzu habe ich natürlich auch den ein oder anderen sehr kompetenten Ansprechpartner, aber trotzdem komme ich um Recherchen im Internet dabei auch nicht rum. Das Ganze wird also ein bisschen aufwendiger werden, die ganze Reihe wird ein bisschen aufwendiger werden, aber ich glaube, ich habe da ziemlich Lust drauf und ich glaube ihr auch. Denn was ich so im Discord-Server gelesen habe, den habe ich dir auch mal unten in die Beschreibung rein verlinkt. Da kannst du gerne mal dran teilnehmen an den zahlreichen Diskussionen. Haben auch ziemlich viele von euch Lust darauf, ein bisschen mehr in die Realität abzuweichen. Wie waren Dinosaurier wirklich? Und dazu kommen wir jetzt auch schon zur Frage dieses Videos. Wie war der Giganotosaurus wirklich? Was wissen wir wirklich über diesen Dinosaurier? Folgende Fakten habe ich für euch rausgefunden. Der Giganotosaurus gehört zu der Gattung der Theropoden. Theropoden leitet sich von dem Wort Theropoda ab und bedeutet so viel wie Tier. Füße. In der allgemeinen Wissenschaft werden Theropoden als zweibeinige Fleischfresser bezeichnet. Der Giganotosaurus lebte in der Oberkreide in Argentinien. Das bedeutet, man kann die Zeit, zu der er gelebt hat, ungefähr einschätzen von vor 145 Millionen bis 66 Millionen Jahren. Der Giganotosaurus gehört durch seine schiere Größe und Masse zu den größten an Land lebenden Fleischfressern, die uns bekannt sind, die jemals auf diesem Planeten gelebt haben. Ausgewachsen konnte er eine Länge von 12 bis 13 Metern erreichen und ein Gewicht von 4200 bis zu 14.000 Kilogramm. Was die Geschwindigkeit angeht, gehört der Giganotosaurus nicht zu den schnellsten am Land lebenden Tieren. Mit 50 km/h war er aber immer noch gut zu Fuß und ein gefährlicher Jäger. Wissenschaftler sind sich heutzutage sicher, dass der Giganotosaurus im Regelfall größer als der T-Rex wurde. Aber dazu kommen wir gleich nochmal ein bisschen genauer, denn der Satz von Dr. Alan Grant, das ist der größte Carnivore, der jemals entdeckt wurde, den werden wir gleich auch nochmal besprechen und da gibt es ganz wichtige Infos zu. Der größte Fleischfresser aller Zeiten. Die ersten Funde eines Giganotosaurus wurden im Jahr 1987 in Argentinien entdeckt. So viel jetzt erstmal zum aktuellsten wissenschaftlichen Stand in Bezug auf diesen Dinosaurier. Wie sieht aber bei den Filmen aus? Vergleichen wir mal die Angaben von Universal und eben mit Jurassic World Dominion zu dem, was ich euch eben gerade erzählt habe. Der Giganotosaurus ist ein Carnivore, das ist richtig. Nicht nur im Film war das ein gefürchteter Fleischfresser, sondern auch damals, vor 100 Millionen von Jahren, war der Giganotosaurus einer der größten und eben der gefährlichsten Räuber an Land. Die offiziellen Angaben von Universal, wie groß der Giganotosaurus in Jurassic World Dominion wäre, waren eine Länge von 15,5 Metern und eine Höhe von 5,5 Metern. Wenn wir uns die Länge jetzt hier mal anschauen, hat man hier bei Jurassic World Dominion wohl noch so 2,5 Meter obendrauf gerechnet. Denn laut aktuellem Wissensstand hat der Giganotosaurus maximal eine Länge im Erwachsenenalter von 13 Metern erreichen können. Das angegebene Gewicht von 8,95 Tonnen, welche er im Film betragen haben soll, also nahezu 9 Tonnen, ist auch 2 Tonnen drüber über dem eigentlichen Gewicht, was Wissenschaftler errechnet haben. Die Wissenschaft geht laut aktuellstem Stand nämlich davon aus, dass das Tier bei einer Länge von 13 Metern, was eben die Maximalgrenze wäre, auch 7 Tonnen maximal schwer werden konnte. Sehen wir uns jetzt aber mal das Zitat von Dr. Alan Grant ein bisschen genauer an. Biggest carnivore the world has ever seen. Der größte fleischfressende Saurier, den die Welt jemals gesehen hat. Da wir jetzt gelernt haben, dass das Jurassic-Franchise hier mit den Größen ab und zu mal ein bisschen schummelt, müssen wir uns nun auch die zwei anderen bekanntesten Fleischfresser, die keine Hybriden waren, aus dem Jurassic-Universum anschauen.
Was sagen denn die Fakten über dieses Zitat von Dr. Alan Grant? Folgende Angaben stammen aus dem Spiel Jurassic World Operation Genesis, weil in diesem Spiel auch Angaben zu einer Maximalgröße gemacht wurden. Das heißt, in diesem Spiel konnte man wirklich nachlesen, wie groß so eine Echse maximal werden konnte. Der Tyrannosaurus Rex ist mit einer Länge von 13 Metern angegeben und eben einer Höhe von 4 Metern und wäre damit offiziell kleiner als der Giganotosaurus. Daher müsste man hier sagen, ja, geht man davon aus, wäre der Giga auf jeden Fall der mächtigere Carnivore als der Tyrannosaurus Rex. Allerdings dürfen wir den Liebling von vielen nicht vergessen. Ich weiß, auch viele von euch hassen ihn, aber der Spinosaurus ist dennoch mitunter einer der größten Dinosaurier. Zumindest einer der größten an Land lebenden Fleischfresser. Schauen wir uns jetzt mal genau seine Größe an und wie groß der Spinosaurus aus Jurassic Park wirklich im Vergleich zum Giganotosaurus aus Jurassic World. Laut dem Parksimulator Jurassic Park Operation Genesis konnte der Spinosaurus im Universum von Jurassic Park und World bis zu 18 Meter lang werden und wäre damit wesentlich länger als der Giganotosaurus und eben auch als der Tyrannosaurus. Also hat sich Dr. Alan Grant jetzt hier mit seiner Aussage geirrt? Naja, schauen wir nochmal zu Jurassic Park 3 zurück, denn auch hierzu gibt es bestimmte Angaben. Der Spinosaurus aus Jurassic Park 3 wäre noch nicht fertig ausgewachsen. Denn während wir in Jurassic Park Operation Genesis sehen, dass der Spinosaurus eine Länge von 18 Metern erreichen kann, hat er in Jurassic Park 3 offiziell nur eine Länge von 16 Metern. Und ich weiß ja, Jurassic Park Operation Genesis wird wohl kaum Kanon sein, aber das Spiel kam kurz nach Jurassic Park 3 raus. Deswegen würde ich davon ausgehen, dass die Angaben in dem Spiel zur Jurassic Park Reihe, wie sie eben damals in den Kinos gelaufen ist, dann noch ganz gut passen würden. Und trotz allem haben wir hiermit den Fakt, dass sogar die kleinere Variante des Spinosaurus in Jurassic Park 3 größer ist als der Giganotosaurus in Jurassic World Dominion. Demnach können wir hiermit ganz klar sagen, Dr. Alan Grants Aussage ist einfach falsch. Kommen wir jetzt zum Aussehen des Giganotosaurus. Wissenschaftler sind sich heutzutage wirklich nahezu alle einig, dass die Dinosaurier früher doch ein wenig bunter ausgesehen haben. Damit meine ich jetzt hier kein Federkleid, also die hatten nicht alle irgendwelche Haare oder Federn. Sie reden hier wirklich von der reptilienartigen Haut. Der Giganotosaurus in Jurassic World Dominion ist ja schon leicht überzeichnet mit seinen mächtigen Riesenschuppen und mit seinem komischen Buckel. Neueste Forschungen gehen davon aus, dass der Giganotosaurus ungefähr so ausgesehen haben muss. Also er variiert schon sehr stark von dem Dino aus Jurassic World Dominion. Wir werden im Verlauf dieses Formats sicherlich noch öfter Unterschiede sehen zwischen Dinosauriern, sehr wahrscheinlich auch noch sehr viel gravierendere Unterschiede zwischen Dinosauriern. Aber jetzt bekommt ihr schon mal ein leichtes Gefühl dafür, inwiefern die Dinosaurier aus Jurassic Park und Jurassic World sich den echten Dinosaurier annähern. Es wurden hier und da bestimmte Dinge hinzugedichtet und das nicht unbedingt erst im Nachhinein. Die aktuellsten Forschungsergebnisse des Giganotosaurus waren bereits 2017 standen die fest. Das heißt, das Aussehen stand fest, das Gewicht stand fest und die Größe stand fest. Jurassic World Dominion ist erst 2022 in den Kinos gekommen und ich bin mir sicher, dass das kein Zufall ist, dass man hier genau 2 Meter dazu gedichtet hat von Länge und Höhe und auch zufälligerweise 2 Tonnen mehr hinzugerechnet hat. Man wollte das Tier einfach noch ein bisschen pompöser darstellen. Ich bin damit vollkommen cool, allerdings hätte man dann auch wirklich so weit gehen sollen und das Tier auch größer als den Spinosaurus darstellen müssen, wenn Dr. Alan Grant schon seinen schlauen Spruch loslassen muss, weil so ist es einfach falsch und Dr. Alan Grant wird jetzt hier so ein bisschen als inkompetent dargestellt, wo wir jetzt herausgefunden haben, nee, das ist einfach nicht richtig, was er da gerade erzählt. Auch das optische Bild des Giganotosaurus stand schon wesentlich früher fest, als Jurassic World auch nur ansatzweise darüber nachgedacht hat, ins Kino zu kommen. Da hätte man sich ein bisschen mehr daran orientieren können. Und ich muss wirklich sagen, ja, der Giga würde nämlich sonst aussehen wie ein Allosaurus irgendwie, nur größer. Von daher kann ich die Entscheidung nachvollziehen, warum man diesen Weg gegangen ist. Wie gesagt, wir kommen im Verlauf dieses Formats bestimmt noch öfter mal an bestimmte Punkte, wo wir halt merken, oh, das Tier sieht ja wirklich ganz anders aus. Wenn dir das Format gefallen hat, schreib es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Lass einen Daumen nach oben da. Wenn ich sehe, dass das Video wirklich positive Resonanz hat, wird sowas auf jeden Fall öfter geben. In diesem Sinne bin ich erstmal raus mit dem Video. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal. Ciao.